Hallo, mein Name ist Marian Gold von Alphaville und ich bin mit dabei beim 80er-Jahre-Tag. Ihr werdet alles Mögliche erfahren, was so mit den 80er Jahren zu tun hat. Möglicherweise auch ein bisschen was über mich und ich wünsche viel Spaß dabei. MDR Jump. Big in Japan. Ja, was bedeutet das? Also jedenfalls nicht das, was man denkt. Man denkt, das Lied handelt von Japan, es handelt aber von Berlin. Es geht eigentlich um die Heroin-Szene in Berlin Ende der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich mal am Bahnhof Kurfürstendamm war, wo ein großer Teil dieser damaligen Junkie-Szene war, was auch ein Umschlagplatz für Drogen war. Das war die Zeit, wo sie den Film Christiane F. gedreht haben. Und ein Filmteam von denen war mit der Hauptdarstellerin da unten in der U-Bahn-Station und drehten gerade eine Szene da. Das war alles so ausgeleuchtet wie hier jetzt. Das Mädchen in der Mitte irgendwie als Junkie, umringt war sie dann von lauter echten Junkies, die irgendwie da rumstanden und diese Szene neugierig betrachtet haben. Das war ein absolut bizarrer Moment, weil da irgendwie Realität und Fiktion so auf eine völlig verwirrende Art aufeinander krachten. Und möglicherweise war das auch ein Auslöser für mich, diesen Song zu schreiben.